Wusstest du, dass derzeit Pilze erforscht werden, die auf Pokémon wachsen? Ich glaube, es handelt sich dabei um das Pokémon Parasect. Als leidenschaftlicher Pilzveteran mit 20 Jahren Erfahrung würde ich gerne mehr darüber erfahren. Ich wäre dir daher sehr dankbar, wenn du mir ein Parasect fangen würdest. Ach, und wo ist jetzt das Parasect? Oder willst du mir etwas sagen, dass dieser Pilz... Der Pilz hat sich umgedreht! Ach nein, das ist ja ein Pokémon. Das Pokémon hat sich umgedreht. Doch lässt mich meine als Pilzveteran stark ausgeprägte Intuition an dieser These zweifeln. So stellt sich mir die Frage, ob es nicht doch ein Pilz war, der sich soeben bewegt hat. Haha, was für ein Quatsch. Das ist natürlich gar nicht möglich. Doch, der Pilz kontrolliert das Vieh. Ein Pilz als Körperteil eines Pokémon, welch ein abstruser Gedanke. Haha. Ja. Ich muss immer noch ein großes Barmalid fangen. Roselia suchen. Drei Blätter. Und Kinoso. Dann suchen wir mal in den Sumpflanden nach Pokémon. Erkunden wir mal die Gegend. Die junge Frau vorhin hat Mubeshis Kartoffelmochi ja förmlich verschlungen. Wusstest du, dass Wächterin Yugao auf Ursaluna reitet und da es dabei nach Schätzen im Boden graben lässt? Da hat Ursaluna wohl ein besonders feines Näschen. Folge dem blauen Signal, ah ja. Ich war hier noch nicht, ne? Also ich glaube, ich gehe mal am See der Kühnheit entlang. Und gucken mal, ob wir da was finden. Zum Erkunden gehört, dass wir hier schleichen durch die Felslandschaft uns bewegen.
Okay, ein Rihorn. Hudel, das schaffst du. Ah, ich muss die auch mal analysieren, ne? Exemplare besiegt, mit Pflanze besiegt. Ein ist ein starkes, großes, das holen wir uns. Warte mal, hier waren wir auch noch nicht, oder? Oder doch? Okay. Ja, aber wir waren hier noch nicht, ne? Wolkenmeer kam, das hört sich aber nicht jetzt nach. Na, nicht so richtig getroffen.
Na, ich könnte ihm Attacken. So andere Attacken mal bringen. Kann es sein, dass ich die Attacken erst. Ja, hier haben wir Zauberblatt zum Beispiel. Und Luftschnitt. Und ich frage mich, warum ich so Probleme habe. Warte mal, eine Attacke tausche ich aus, und zwar Eiszahn gegen Feuerzahn, weil Feuer haben wir ja zwei. Doppelschlag. Mimikry, nee. Hypnose versucht es immer. Ja, ich wusste es doch. Hier sind die Attacken sind total anders. Natürlich habe ich schon Tempohieb. Alter, was? Okay. Wir müssen halt ein bisschen leveln. Anders kommen wir hier nicht, nämlich nicht weit. Ich vergesse immer, dass wir hier, wenn wir kämpfen, da gibt's keinen. Und das ist etwas, was ich ja sehr geil finde. Es gibt halt kein Bildschirm, wo man in den Kampf reingeht und in den Kampf wieder rausgeht. Also, den gibt's zwar bei den. Das gibt's nur bei diesen Trainerkämpfen. Das sind Wasser-Pokémon, ich komm nicht ran!
Das finde ich aber auch cool, man kann wechseln und ist nämlich sofort auch dran. Okay, bei dem kann ich durch Kraft machen. Noch eins, dann haben wir auf jeden Fall das schon fertig. Muss ich mich verarschen? Oh nein, der haut ab, ne? Wir haben auch keine Exemplare besiegt. Mit Typ Gestein, so. Und der ist nur Forschungslevel 4. Ja, tschüss. Ah, die Glanzsteine sind ja nicht da. Stimmt. Das ist ein Georock. Alter! Bleib doch mal stehen! Das tötet. Oder auch nicht.
Ich müsste hier nachts rumlaufen, um solche Irrlichter zu finden. Ich will auch mal was Neues finden. Ja, hier kommen wir mehr zu Pflanzen. Pokémon. Mehr sind halt Wadribis, Zubat. Sind das Feiglinge? Egal, warum zerstöre! Entwicklung möglich. Nice. Haspirohr mache ich zuerst. Warte, nee, das war nicht. Haspirohr mache ich zuerst. Sorashi. Jetzt müsste sich zu was anderem entwickeln. Ich würde gerne so ein Haspirohr. So eine neue Entwicklung davon haben oder so. Wie wär's mit einer Hisui-Form von Haspiro, aber ja, geht ja leider nicht mehr. Oder so eine neue Form, wo es auch Kampf hat, und zwar von Anfang an und nicht als Mega-Entwicklung oder so. Haspiro ist schon geil und Schlappohr dann natürlich auch. Da ist ein fettes Vinofliebes, komm, das fangen wir jetzt. Obwohl, bis jetzt hatten wir kein Glück, ne? Wir brauchen da bessere Pokebälle. Ein Hornweise. Irgendwo liegt's. Du willst Stress? Hier. Ah, nein, nein, nein.
Das kannst du haben. Ah, da verstehst du. Na, verdammt. Da ist bestimmt das, was wir suchen. Ach ja, Waldribis haben keinen Bock zu kämpfen. Wie sieht's mit dem Honweisel aus? Obwohl, Panpyro entwickelt sich ja schon bei Level 30, ne? Okay, weg hier. War das gerade ein Togepi? Togepi? Oh. Tasche ist voll. Können wir irgendwas herstellen? Könnten Glanzsteine sind aber Schutzblume. Den Ätherkraut könnten wir auch hier schon mal. Thank you.
Exemplare haben sich entwickelt. Was? Okay. Nein! Ach, dann hast du keinen Bock mehr, ja? Erst mich angreifen und dann so, ne? Komm, let's go. Ja, Munterreis. Sind immer noch entdeckt, ne? Da. Was ist denn da drin? Pachirizo. Ah, verdammt! Ja, Arashi, war nett mit dir. Oh. Ich wechsle die aus. Aber wir haben doch noch Tränke. Komm, let's go. Bringt nur nix. Aber können wir noch mit einem Tempo? Nein. Ich krieg die Krise! Ja, wir werden auf jeden Fall ein Pokémon verlieren.
wie stark es einfach ist. Das ist ja auch Level 34. Gebiet komme ich nie wieder, ne? Aber ich habe immer noch nicht die Pokémon gefunden, die ich finden wollte. Ah, ich habe wieder besiegte Pokémon. Haben wir noch Beleber? Hi Sakashi. So, wo haben wir denn? Einsatz von Donnerzahn. Einsatz von Biss. Könnte mal ein paar Mal zubeißen mit dem mal, bevor ich ihn entwickle. Dann beißen wir unsere Gegner mal. Ich glaube, ich gehe so langsam in ein Gebiet, wo die Gegner ein bisschen stärker sein können. Warte mal, ist es das, was ich denke, dass es ist? Wir haben den Luftvorteil! Los, springe von oben auf es herunter und mach es platt! Weg, ne? Ach komm, geh weg, Janma. Das ja mega interessiert mich ja mal mega, ne? Aber ich glaube nicht, dass wir es fangen können. Ich muss noch auf die Nacht warten, bis sich Evoli entwickelt. Hä?
wieso kann ich den jetzt nicht? Weil er mich gesehen hat. Nee. Ach, was willst du? Oh! Puh, das war knapp. Nein! Warum wachsam und dann angreifen? Pisser! Das ist ein bisschen stärker als die anderen davor. Töte es! Von vorne kann ich es nicht bewerfen, aber ich glaube von hinten geht, oder? Ich konnte den noch vorher beschmeißen. Ein Versuch war's wert. Versuch's trotzdem, wenn es nicht funktioniert. Ne, dann lassen wir's. Anders wäre es noch im Kampf, aber im Kampf bin ich dem unterlegen. Was ist das denn? Königsblatt. Wer mich denn jetzt? Okay, dann kämpfen wir. Komm mal, Flammenrad normal. Reicht gut. Feuersturm. Ja. Gegen Blut.
Ursaring. 35, ja, jetzt bin ich hier ein bisschen im... Was ist das da? Warum glänzt das? Jetzt bin ich hier bis zum Rand.